Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelhase. So, wie angekündigt, mache ich heute mit euch das erste Nähvideo. Und zwar mit der Janome Memory Craft 9400 QCP. Das ist ja die tolle Maschine, die ich hier stehen habe. Für die es ja leider quasi keine deutschen Anleitungsvideos gibt. Und einige ja gerade geschrieben hatten, dass sie sich das aber wünschen würden, dass da mal deutsche Videos zu kommen, weil ihr selber so eine Maschine zu Hause habt und gar nicht so richtig wisst, wie ihr da was einstellen könnt. Ich werde euch da immer mitnehmen und euch das erklären, was ich da mache und was ihr einstellen könnt, wo ihr das findet. Also generell auch immer ein bisschen was zu der Maschine erklären. Und möchte heute auch das erste Nähprojekt mit euch machen. Und zwar möchte ich so ein kleines Mini-Portemonnaie mit euch machen. Das ist was ganz Einfaches. Es nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Es ist schnell gemacht und es ist ein kleines süßes Mitbringsel. Hat so zwei Fächer. Oben einen Druckknopf zum Verschließen. Na, ihr könnt ja zwei Stoffe nehmen, die euch gefallen. Na, ihr könnt auch Innenmusterstoff nehmen oder und euch dann später entscheiden, welche Seite ihr überhaupt außen innen haben wollt. Na, hat hier zwei Fächer und es passt eine Standard-Kreditkarte, Kundenkarte, was auch immer. Die haben ja alle diese Scheckkarten. Ja, Scheckkarten schimpfen die sich, genau. Scheckkartenformat passt also vorne locker rein. Hinten könnte man zum Beispiel noch ein bisschen Geld reinstecken oder wenn drei ist für Karten oder für Geld, je nachdem. Genau. Na, schnell gemacht, passt in jede Hosentasche quasi. Oder als kleines Mitbringsel, einfach nochmal als kleines Geschenkchen oder sowas, kann man natürlich auch andere Sachen reinmachen, die passen. Ja, und das ist, wie gesagt, schnell genäht. Und das mache ich mit euch. Genau, das ist auch einfach, braucht nicht viel Stoff. Genau, das ist mein heutiges Projekt mit euch. Da werde ich euch auch mitnehmen. Und deswegen wechseln wir jetzt nochmal kurz den Arbeitsplatz. Dann schneide ich mit euch zu. Und wie gesagt, beim Nähen gibt es dann auch eine kleine Anleitung dazu, wie ich das einstelle. Kurze Information noch, Andrea ist im Hintergrund auch am Zuschneiden und Nähen mit ihrer Nähmaschine. Also hallo. Nicht wundern, wenn Schüssen durch meine Nähgeräusche kommt und hier im Hintergrund vielleicht mal kurzzeitig jemand am Laufen ist. Ne? Wenn das doch zu laut sein sollte, das Nähen von Andrea, ihre Maschine ist eigentlich sehr leise, dann schreibt mir das später bitte in die Kommentare, damit ich das fürs nächste Video weiß, falls das zu doll stört. Gut, ihr Lieben, dann wechsle ich jetzt den Arbeitsplatz. So, ich habe mir schon mal meinen Stoff bereitgelegt, den ich nehmen möchte. Ich habe mir aus dem Außenstoff, wollte ich hier den haben, in der Optik habe ich noch was von, ein bisschen Batman. Das ist dann eher ein Täschchen für den Neffen, den Sohn, wenn er klein ist, vielleicht auch um das Geld, ein bisschen Schulgeld mitzunehmen oder. Ne? Zum Beispiel ist ja auch eine gute Idee, da kann man so einen Stoff natürlich auch gut nehmen. Oder für jemand, der halt Batman mag. Und für den Innenstoff, für innen nehme ich diesen gelben Stoff. Weil ich finde, die Farben, die passen ganz gut zusammen. So, diesen Schwarz und dem Gelb. Und von dem Außen habe ich mir, weil das ein größerer Bogen war, einfach schon mal ein Stück etwas größer natürlich ausgeschnitten, als ich brauche. Aber dass ich jetzt hier nicht diese ganze Stofflage hier auf meinem Tisch habe. Einfach. Und genau, dann nehme ich mir jetzt die Rückseite. Also hier ist es relativ egal, welche Richtung ihr nehmt. Also das, die ganzen Symbole stehen auch immer einmal, sind seitwärts und stehen auch auf dem Kopf. Also hier gibt es jetzt keine genaue Musterrichtung. Kann ich doch gucken, dass man die ungefähr einhält. Also wenn ihr das um 180 Grad verdreht, ist das bei diesem Stoff erfindlich schon kein Thema. So, dann natürlich mein Schnittmuster. Na, das lege ich mir jetzt auf, das kann ich mir jetzt eigentlich einmal feststecken. Genau, das mache ich mal kurz. Ich muss mal kurz das holen. So, ich habe mir jetzt einmal Stecknadeln geholt. Ich stecke mir das Schnittmuster jetzt einmal kurz einmal so ein bisschen an. Damit ich dann, damit mir das jetzt beim Anzeichnen nicht so doll verrutscht. Weil wir müssen ja auch noch die Nahtzugabe machen. 1 cm Nahtzugabe mache ich. Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Maß bei sowas. Kommt mal ein bisschen drauf an, was rein soll nachher, ob ihr ein bisschen Platz braucht oder so da drin, nachher quasi noch ein bisschen mehr. Aber 1 cm ist eigentlich immer erstmal ganz gut als Nahtzugabe. Genau. Ich nehme hier gleich mal ein Lineal. Ich habe hier so ein einfacheres, besseres Lineal. Das ist ganz gut, weil man hier mit diesen Zacken hat, immer von einem Zackenende zum nächsten Zackenende ist genau 1 cm. Die Hälfte davon ist dann genau 0,5. Hat man hier oben eine sehr gute Orientierung, wenn man das genau an der Kante anlegen kann, kann man sehen, dass die Stoffkante genau durchläuft und dadurch kann man ganz genau sehen, wo man halt den Zentimeter anlegt. Wenn man jetzt hier anzeichnet,
ist das wesentlich einfacher dann mit dem Anzeichnen. Da ich jetzt hier die Innenseite habe von dem Stoff, die ich markiere und die nachher nicht nach außen zu sehen ist, man kann natürlich auch einen Trickmarker nehmen, der halt sich selber löscht, also der verschwindet nach einer Zeit. Oder auch hier Schneiderkreide. Allerdings bei diesem Stoff, wenn das so innen nachher ist, das sieht ja nachher keiner mehr, kann man zum Beispiel auch einen Bleistift nehmen. Dann muss man natürlich nur gucken, ob man den auch noch wirklich gut sieht. Ich glaube nicht, das ist gerade hier. Ja, nicht so richtig der Fall, aber wenn der jetzt heller wäre, könnte man das machen. Wie gesagt, kann man alternativ auch Schneiderkreide nehmen. Die verschwindet teilweise sehr schnell. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass man dann da nicht unbedingt drüber wischt, großartig mit dem Finger. Aber gibt es auch in so einem Rädchen und sowas drin. Ne? Und ihr seht schon, wie gesagt, ganz einfach. Einmal jeweils 1 cm anzeichnen. So. Das mache ich mal schnell mit der Nahtzugabe anzeichnen. Da müsst ihr mir nicht die ganze Zeit zugucken. Ich glaube, das ist nicht so interessant. So, ich habe mir das angezeichnet. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Ich habe mir hier mit der Schneiderkreide eine schöne Linie angezeichnet. Und was ich jetzt gemacht habe, ich mache mir jetzt gerade ein bisschen einfacher. Ich habe die zweite Lage Stoff mir an den Stoff einmal fixiert, also einmal festgesteckt einfach nur. Und weil ich arbeite jetzt mit dem Rollschneider, könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, ob ihr mit der Schere oder mit Rollschneider arbeitet, das müsst ihr für euch wissen, wie ihr besser arbeiten könnt. Ich kann es mit dem Rollschneider ganz gut, gerade wenn es gerade ist. Und dann kann ich mir die beiden Stoffe jetzt eben gleich auf einmal durchschneiden und muss das nicht nochmal wieder drauflegen und anzeichnen oder so. Genau, das ist ganz einfach. Was ich immer dann mache, gerne mit dem Rollschneider, ich nehme ein Lineal mit der harten Kante, also in diesem Fall ein Metalllineal. Und da das hier ganz gerade Kanten sind, okay. Ich will kurz einmal die Ecke markieren. Ich weiß ein bisschen, wohin ich schneiden muss. Ja, das, wie gesagt, ist ein bisschen der Nachteil bei dieser Schneiderkreide, die geht halt teilweise relativ schnell weg. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, aber dass ich meine Schnittlinien genau habe. Ja, und dann lege ich mir das an und ich lege das Messer natürlich nach innen an den Stoff, den ich behalten will, dass wenn ich jetzt schief komme, eben nicht nach innen reinschneide, mir was vom Stoff wegschneide, sondern im Zweifelsfall nach außen und dann nochmal nachschneiden kann und hier trotzdem eine gute Kante habe. Ja, wie gesagt, das macht ihr, wie ihr es besser könnt. Viele machen es ja mit der Schere. Und die Rollschneider gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Größen vom Messer her. Natürlich, je größer das Messer, desto schwieriger ist es natürlich um Rundungen rum. Ja, wenn ihr einen Kreis schneiden wollt und so eine große Klinge habt, ist das natürlich schwerer, als wenn ihr jetzt hier einfach nur gerade Striche habt. Der hier ist von Fiskars und die Papierschneider von Fiskars sind schon super. Deswegen habe ich mir da auch einen Rollschneider von geholt und ich bin auch sehr zufrieden mit dem bis jetzt. Also das schneidet auch gut. Auch noch diese Titanklingen für zum die dann glaube ich einfach nicht so haften sollen, länger scharf bleiben sollen. Ob das so ist, kann ich nicht sagen, aber die Papierschneider sind super von Fiskars. Bevor ihr euch irgendwie fragt, ich bin in keiner Kooperation, weder mit Fiskars noch mit Janome. Ich mache das einfach alles so. Also das ist schnell gemacht hier, dieses ganze Ding zu schneiden. Das dauert auch nicht lange. Mit Schere wäre man vielleicht schneller. Was wir gleich noch einmal machen müssen, ist einmal diesen Stabilisierer-Vlies aufbügeln, quasi, dass das ein bisschen verstärkt ist, das Ganze. Nicht ganz so wabbelig. Da schneide ich mir dann vorher auch immer einmal ein Stückchen passend zurecht, dass da einfach gerade da nicht viel
Verschnitt ist, weil das ist ein bisschen teurer, das Ganze. Das ist immer blöd, wenn man dann viel Verschnitt hat und Material verschwendet. Also sehr generell nicht so schön. Jetzt mal gucken, ob man überall gut geschnitten hat. Wie gesagt, wenn ihr jetzt in die Nahtzugabe hier sonst ein ganz bisschen beim Kanten überschneiden, ein bisschen reinschneidet, das macht überhaupt nichts. Weil das ist ja nachher nicht zu sehen. Also ihr schneidet euch damit ja nicht den Bereich, den man nachher sieht, schneidet ihr euch damit dann ja nicht kaputt. Wie gesagt, beim Reinschneider muss natürlich der Druck dann einfach rausstellen, muss man ein bisschen. So, jetzt habe ich hier zweimal schön Stoff, der aufeinander passt. Einfach und schnell kann ich mir das hier schon mal rausnehmen. Mein Schnitt muss da schon mal abmachen. Hier. Und hier mir auch noch mal kurz die Nadel wieder rausholen. So, den Stoffreste beiseite legen. Nur mal gucken, wie viel da noch drauf ist, kann man teilweise auch eben aufheben für kleinere Projekte noch irgendwie und irgendwo noch ein Lätzchen oder was weiß ich, was dran machen will. Das ist immer ganz gut, wenn man noch mal Reste hat, teilweise, also wenn sie nicht zu klein sind. Ne? Genau. So, das ist fertig. Müssen dran denken, dass wir rechts auf rechts zusammen dienen. Ansonsten wird der Nahtrenner euer bester Freund. Das weiß ich aus Erfahrung. Genau, was jetzt noch kommt, ist halt einmal hier so ein Aufbügel. Fließline nennt sich das, genau. Fließline, das ist H250. Hier sind die Anleitungen, kann man nur 60 Grad waschen. Aus 2 Punkten bügeln in 8 Sekunden. 8 Sekunden bei Stufe 2 beim Bügeleisen. Bügelt man das fest auf dem Stoff, dann hält das. Und ganz wichtig ist, das hat hier immer eine glänzende Seite und eine matte Seite. Die glänzende Seite ist die Klebeseite. Das heißt, die glänzende Seite muss auf dem Stoff liegen. Die matte Seite dann zum Bügeleisen hin, damit das dann auch klebt, weil sonst könnt ihr bügeln. Dann klebt euch das Ganze am Bügeleisen oder am Bügeltisch fest, aber nicht am Stoff. Deswegen immer gucken, wo ist die glänzende Seite, die gehört auf den Stoff drauf. So, da gucke ich jetzt mal einmal. Schon mal einmal grob jetzt hier einen Teil ausschneide. Das ist meine gute Schere. Da ist sie doch wieder zurückgesteckt. Ne? Einfach, das lässt sich ganz einfach zuschneiden. Soll ich dir das Bügeleisen schon mal einstecken? Ja. Genau, Andrea hat gehört, Andrea ist so lieb. Und steckt mir das Bügeleisen schon mal ein, dass ich dann gleich das gut bügeln kann. Noch was wichtig ist, Fließleinen nicht knicken. Weil hier sind überall so kleine Punkte drauf. Und wenn ihr das knickt, kann es passieren, dass da an der Stelle diese Punkte weggehen. Und dann habt ihr Bereiche, wo das nicht mehr richtig klebt. Deswegen aufrollen, wenn es geht, und nicht falten. Und natürlich nur, solange er nicht aufgebügelt ist. Das Ganze schneide ich mir so einmal ein bisschen genauer zurecht. Und dann geht es ans Bügeleisen. So, ich habe mir jetzt kurz hier die Fließline angebügelt. Wie gesagt, Fließline H250 ist das in diesem Falle. Genau, jetzt wichtig, wie gesagt, rechts auf rechts zusammen sehen. Also die gute Seite jetzt erstmal nach innen. Die Innenseite, also die nicht Motivseite nach außen beim Zusammennähen. Dann das Ganze jetzt schön übereinander legen. Ihr könnt euch das jetzt klammern oder zusammenstecken, was ihr lieber möchtet, damit ihr besser arbeiten könnt. Ich mache das jetzt gerade mal schnell. Mit der Nadel. Ja, ich hole mir. Genau. André hat sich kurz gepiekst. So, ich hole mal kurz schnell meine Klammern, weil ich kann das damit besser als mit den Nadeln. So, den Part muss ich nochmal machen. Da wollte meine Kamera gerade nicht. Kamera gerade nicht richtig. Gut, wie gesagt, die Fließline habe ich aufgebügelt. Wie gesagt, bei der richtigen Einstellung mit der richtigen Länge.
Genau, meine Stoffe habe ich mir wieder umeinander gelegt. Wichtig ist, dass wir jetzt ja rechts auf rechts zusammennähen, also rechts, genau, die Seiten, die nachher außen sind, müssen jetzt aufeinander liegen, na, dass man links oben hat, weil wir wenden das Ganze ja auch noch, damit man die Naht nachher nicht mehr sieht, deswegen macht man das ja. Und ich mache das mit Klammern, ich klammer mir das zusammen, den Stoff. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, also ihr könnt da für euch natürlich gucken, ob ihr da das mit Nadeln macht, wie ihr besser könnt. Ich mache es gerne halt mit diesen Klammern und ich klammere mir das Ganze hier einfach einmal schnell kurz zusammen, damit das jetzt beim Zusammennehmen nicht verrutscht. Ja, ist so unterschiedlich, ne? Ich mache lieber mit Nadeln, ja, und du lieber mit Klammern, ne? Genau, Andrea ist auch diejenige, die lieber mit der Schere zuschneidet, während ich ja wesentlich lieber mit dem Rollschneider zuschneide. Aber da ist ja auch, ne? Ja, von mir werden ja auch noch Nähvideos kommen. Genau, habt ihr gehört, von Andrea wird auch noch Nähvideos kommen. Und genau, die wird euch auch noch was zeigen. Auf einer anderen Maschine. Das ist dann vielleicht auch mal interessant. Ja. So, was wir jetzt gleich ganz richtig nicht vergessen dürfen, ist, hier, ich mache an dieser Seite eine Nahtöffnung. Eine Wendeöffnung zu lassen. Das ist natürlich am Anfang und am Ende vernähen. Und eine Wendeöffnung lassen, weil wir müssen den ganzen Stoff hier nachher einmal umdrehen. Weil wir hier oben ja keine Öffnung haben, wo wir das machen können, müssen wir natürlich uns eine Öffnung lassen. Ich markiere mir das mal einmal jetzt, nehme es einfach grob den Bleistift, nur damit ich das drin habe ungefähr. Das nicht vergesse, markiere ich mir das, weil sonst können wir ja nachher nicht wenden. So. Genau, ich habe das jetzt zusammengeheftet. Das erste Zusammennähen, das mache ich jetzt mit einem einfachen Geradstich. Und dazu geht es dann in die Maschine. So, ich bin jetzt an der Maschine. Wie es aussieht, könnt ihr das hier ganz gut, ja, das Display ganz gut erkennen. Also ich bin jetzt schon unter Nutzstiche. Also U ist ja Nutzstiche. Ne? Hier haben wir die ganzen Nutzstiche. Den können wir jetzt ganz einfach auswählen. Das Schöne bei dieser Maschine ist, sie zeigt euch hier an der Seite schon mal den Stich an. Also hier seht ihr, wie der Stich aussieht. Hier unten sagt er euch, welcher Fuß dafür geeignet ist. Das finde ich auch super gut, immer noch mal als Hilfe, dass er euch sagt, welchen Fuß ihr braucht. Und nicht immer lange suchen müsst in der Bedienungsanleitung. Und man kann das jetzt sehen, hier auf dem Fuß, so seht ihr das, ist immer der Buchstabe eingestanzt. Das heißt hier, das ist jetzt zum Beispiel Nähfuß M. Ne? Und so könnt ihr immer beim Blick auf den Fuß, wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr immer drauf gucken und dann ist da der Buchstabe drauf und dann wisst ihr, okay, für diesen Stich den Fuß nehmen. Den Fuß, genau, ist richtig. Und was noch schön ist, hier im unteren Bereich könnten wir jetzt ja die Stichlänge auch verändern. Geht da mal einmal kurz drauf, nur... Ne? Ihr kann seht man gleich. Kann man das gut sehen? Ja, soweit ich das hier sehen kann, kann man das gut sehen. Ach so, gut. Ihr seht gleich, wenn ich jetzt hier den länger mache zum Beispiel, dann seht ihr gleich, dass er euch das Bild auch verändert, die Stichlänge dementsprechend anzeigt. So, er war bei 2,5 Standard, da gehe ich mal wieder zurück. Hier oben, hier ist ja dieses Nadelsymbol. Damit könnt ihr die Nadel nach links oder rechts verstellen. Das ist bei manchen Stichen ganz gut, wenn man das machen kann. Da müsst ihr immer nur gucken, das ist jetzt der normale A, da geht das problemlos. Wenn ihr den anderen Fuß nehmt und das da machen wollt, dann, also wenn ihr zum Beispiel, soll ich das mal zu mir erzählen, diesen Fuß M nehmen wollt, der ist eigentlich auch für so Versäumen und sowas, die hätte hier so eine Führungskante. Und damit das dann hier oben die Nadel hier durchpasst und ihr nehmt den und macht zum, wollt einfach nur schön knappkantig einen Geradstich machen mit diesem Fuß, dann müsst ihr die Nadeln ganz bisschen verstellen. Ich sage dir, seid da vorsichtig, auf eigene Verantwortung, immer einmal ein bisschen in die richtige Richtung verstellen und dann per Hand am besten mit dem Handrad einmal gucken, ob die Nadel wirklich da durchgeht. Weil wenn ihr euch beim Nähen da die Nadel drauf hämmert, macht euch die Nadel kaputt und diesen Fuß eventuell auch. Deswegen immer einmal vorsichtig genau gucken, geht die Nadel wirklich durch. Und dann lieber mit langsamer Geschwindigkeit nähen,
damit ihr schneller das Schüssen greifen könnt und nicht so viel Kraft dahinter steckt. Das kurz dazu. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier ganz normal, ja, in mein Nutzstechen, da wäre mein Nutzstech ausgewählt. Hier unten über dieses Einstellungsfenster hier kann ich auch durchgehen. Ja, da zeigt er mir ja Nutzstech hat zwei Seiten zum Beispiel. Und hier ne, sagt er mir, welche Seite das ist. Hier oben sind die ja auch nochmal abgebildet mit den jeweiligen Nummern. Ne, da kann man nochmal mehr reingucken. Die ist jetzt Englisch. Ich weiß nicht, ob es da auch eine deutsche Deckelanleitung für gibt. Ich wollte eigentlich immer nochmal im Karton gucken, ob es diese Stichtabelle hier oben auch in Deutsch gibt. Da kann man ja immer einmal reingucken. Und ansonsten könnt ihr hier auch einfach durchgucken. Wie gesagt, wenn ihr hier unten drauf geht, dann geht er durch. Und ihr seht hier ja, wie gesagt, wenn ihr ins Fenster geht, seht ihr immer gleich, dass sich das Muster verändert. Er zeugt euch das immer schön an, wie das Muster aussieht und auch immer, welchen Fuß ihr dafür nehmen müsst. Das ist schon mal super easy. Dann können wir jetzt weiter durch Knopflöcher, was da nicht alles, Applikationen, Applikationsstiche hat er ja drauf verschieden. Auch da sagt er euch immer ganz genau, welchen Fuß. Hier Hohlsaum, also er hat ja ganz, die hat ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Stiche, die er dann auch abweichen können, wenn er Kombinationen macht. Ja, Quiltstiche, wie gesagt, ganz viele auch. Ist ja eigentlich auch mit einer Quiltmaschine, also bei Quiltstichen hat er 8 Seiten für Stiche. Das ist ja ein bisschen was, also wenn hier einfach durchgeht, dann seht ihr das. Ja. So, dann Saturn-Stiche, also wie gesagt, ganz viele verschiedene Stiche und ihr könnt hier einfach immer durch. Er scrollt mit hier unten diesem Rad, ne, also links, rechts, ihr könnt ja auch in der Mitte drauf getippt halten und dann schieben nach rechts oder links, ähnlich wie bei einem Touchpad. Und wenn ihr es uns schneller haben wollt, könnt ihr hier oben durchgehen. Also dieses Symbol hier, dieses zweite, was jetzt blau hinterlegt ist, das ist für Dekorstiche. Hier habt ihr die ganzen Nutzstiche. Wenn ihr auf das A geht, dann macht ihr euch natürlich gleich die, die Buchstaben, da habt ihr Block, Strip, Broadway und Block 9mm, also eine andere Größe nochmal. Da könnt ihr die Buchstaben dann machen, wenn ihr was machen wollt. Und was auch sehr praktisch ist, das hier Symbol, das T-Shirt-Symbol, das ist eigentlich, ne? Da habt ihr gleich eine Vorauswahl an möglichen Stichen und Kategorien. Also es gibt die Gradstichkategorie, ne, wo ihr drauf gehen könnt. Und dann fragt ihr euch nochmal, was ihr möchtet. Möchtet ihr eine Rundung machen? Möchtet ihr einen Stich machen? Möchtet ihr einfach Gewebe zusammennähen? Oder braucht ihr einen Stetsch, also einen dehnbaren Stich? Und dann könnt ihr einfach hier auf diese Kategorie gehen. Und dann fragt ihr euch nochmal, was ihr haben wollt. Ob normal, leichtes oder schweres Material das ist. Da könnt ihr dann entsprechend drauf gehen. Da verändert er halt ein bisschen dieses, wo er das auch hinsetzt. Mit der Linie und auch hier zeigt euch immer den Fuß ein. Das heißt, da könnt ihr immer mal, ist eine gute Vorauswahl, um zu gucken, was möchte ich jetzt machen. Könnt da schon mal reingucken, hier zum Beispiel auch für Reißverschluss. Hier gibt es zwei Seiten, Heften, Knopf, Riegel, Applikationen, Quilten, ne, wo ihr dann einfach darüber gleich gucken könnt. Hier zum Beispiel bei Versäubern. Da seht ihr auch, hier unten zeigt euch den Fuß M an. Das sind quasi so eine Art Overlock-Stiche, so kleine. Halt zum Versäubern von Kanten und das macht er immer mit dem Fuß M. Da stellt er die Nadel dann dementsprechend auch automatisch auf die richtige Position. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Die Nadel steht jetzt hier auch ganz weit links für diesen Stich, dass er halt durch den Fuß arbeiten kann. Ne? Und dann gibt es hier auch nochmal die Auswahl, was für ein Material ihr habt. Und das könnt ihr dann direkt anwählen. Dann habt ihr direkt den Stich, den ihr braucht. Seht, welchen Fuß ihr braucht. Und seht auch, wie euer Muster aussieht. Also es ist super praktisch, weil man es eben durch das Display einfach gleich sieht. So, da gehe ich jetzt mal raus. Ich möchte jetzt ja ganz normal meinen Gradstich haben. Da gehe ich ganz einfach wieder hier oben in das Menü, in die ersten Stiche, Gradstich. Hier oben ist mit den Fußregeln oben unten. Hier wäre die Einstellung für die Zwillingsnadel. Und hier ist nochmal der Obertransport. Hier könnt ihr, wenn ihr den Obertransportfuß habt, dann könnt ihr den hier mit zuschalten, alles einschalten, dass er den Obertransport macht. Da sagt er natürlich, dass nochmal den Sicherheitshinweis, dass ihr auch den Obertransportfuß natürlich angebracht haben müsst, damit das funktioniert. Ja, das könnte man jetzt darüber machen. Ich schalte das jetzt mal wieder aus.
Ja, das sind so die ersten Grundeinstellungen, die man machen kann in dieser Maschine, um verschiedene Stiche auszuwählen. Und wie gesagt, sie zeigt euch das ja auch immer ein bisschen an. Und gerade das finde ich wirklich sehr praktisch. So, genug dazu. Ich fange jetzt an zu nähen mit euch. So nehme ich mir jetzt einfach hier mein Stoff, lege mir den hier unter. Man hat ja hier auch gleich die Markierung mit dem Zentimeter. Bei dieser Platte, es gibt auch noch eine super Gradstichplatte und so dafür. Jetzt schon mal einmal noch mal gucken. Dann mal ein Stück weiter mit dran nehmen. Ja, das war nicht genau mit dem Zentimeter. Das mal kurz zeigen. Also das ist jetzt, wenn der Fuß jetzt hier an der äußeren Kante des Stoffes, wenn der Fuß und die Kante des Stoffes übereinstimmen, ne, ich mach mal da kurz den Fuß runter hier oben, ne, also wenn das hier eine Flucht ist, der Stoff und der Fuß, dann habt ihr genau 1 cm Nahtzugabe. Das ist 1 cm, das habe ich eben nochmal ausgemessen. Natürlich, wenn die Nadel versetzt, natürlich ein bisschen anders, aber im Normalfall ist das eben genau 1 cm bei dieser Maschine, wenn ihr den Fuß A dran habt. Das heißt, die normale Nahtzugabe könnt ihr euch immer an dieser Kante orientieren. Das hilft. Was man noch gut machen kann, ist, gerade wenn man eine Rundung oder sowas nähen möchte, dass man sich die Nahtzugabe, also die Linie, die man nähen möchte, nochmal vorher anzeichnet. Weil dann hat man hier durch diesen, hier in der Mitte ist ja so eine Kimme drin in dem Fuß, dann kann man das da genau durchführen, die Linie. Und gerade bei Rundungen, und das ist sehr praktisch, dass man genau weiß, okay, ich habe jetzt hier auch meinen Zentimeter Nahtzugabe. Weil in der Rundung das mit der äußeren Kante ist ein bisschen schwieriger. Das nur nochmal als kleiner Tipp. So, ich nehme das nochmal wieder mit raus. Da ein bisschen. Genau, so dass ihr sehen könnt, was ich mache. Was bei dieser Maschine noch toll ist, ob ich euch das zeigen kann, also viele, die vielleicht haben, ich glaube, ihr könnt das nicht richtig sehen, schwierig, ne. Also ich nehme euch mal wieder mit hoch. Die Maschine hat ja zwei Füße, also die hat ja einen großen Fuß, den ganz normalen Fußhebel zum Arbeiten, also ich arbeite lieber mit dem, weil da muss ich nur kurz den Fuß anheben, wenn ich irgendwie beenden will und muss nicht hier drücken. Das finde ich schon mal ganz gut. Und was auch zusätzlich diese Maschine hat, wie die meisten, die auch diesen Start- und Stopp-Knopf haben, ist, wenn der Fuß angebracht ist, könnt ihr da drauf drücken und er sagt Fußanlasser entfernen. Das heißt, ihr könnt diesen Knopf gar nicht nehmen zum Losnähen, wenn der Fußanlasser dran ist. Also auch da ist eine gewisse Sicherheit. Wie gesagt, ich arbeite gerne damit. Und die Maschine hat noch einen kleinen Fuß daneben. Und dieser kleine Fuß daneben, das ist der Fadenabschneider. Das heißt, ich kann entweder hier oben, diese Taste ist ja auch der Fadenabschneider, die benutzen. Ich kann aber auch ganz einfach auf den rechten Fuß, den kleinen Fußhebel drücken und dann macht er mir auch einen Schnitt. Finde ich super praktisch, weil dann kann man, wenn man hier am Arbeiten ist, ne, kann man den Stoff weiter festhalten. Geht kurz mit dem Fuß auf den entsprechenden Fußhebel und er schneidet euch ab. Und ihr müsst nicht hier irgendwie lange erst noch, also den Stoff wieder loslassen und da drücken. Ne? Also ist eine zusätzliche Erleichterung, finde ich. Und super praktisch finde ich ja auch den Kniehebel. Also ich arbeite damit jetzt mittlerweile auch ganz gut. Wenn ihr wenden wollt, drehen wollt und den Fuß ein bisschen anheben wollt, könnt ihr es einfach mit dem Kniehebel kurz machen, so quasi als dritte Hand, und könnt eben den Stoff weiter festhalten und den Stoff dann drehen mit beiden Händen, Kniehebel wieder loslassen und dann geht der Fuß runter, ihr könnt weiternähen. Und dazu ein kleiner Tipp, den ich gelernt habe, ist Fußanlasser mit links bedienen, damit ihr rechts das Knie am Kniehebel machen könnt, weil wenn ihr auf dem Fußanlasser steht und drückt, kann es immer mal passieren, dass ihr sonst immer mal gegen den Kniehebel kommt und je nachdem, wie empfindlich der ist, hebt ihr dann euch aus Versehen Schüssen durch den Nähfuß an. Deswegen mit links Fußanlasser bedienen und mit rechts Kniehebel. So, das nur noch kurz dazu, jetzt aber genug erzählt. So, ich gucke jetzt noch mal kurz, also ich hebe mir den Fuß jetzt noch mal kurz an. Hier oben kann man den Fuß anheben.
Dann gucke ich nochmal, dass ich mir das jetzt so unterschiebe, dass meine Nahtöffnung hier offen ist, dass die Nadel da ungefähr in der gewählten Position ist, bevor ich den Fuß jetzt runterlasse. Na, dann drücke ich hier oben einfach kurz den Fußhebel, dann ist sie wieder runter. Und wie gesagt, ich könnte jetzt, wenn ich den Kniehebel bediene, ne, macht er hoch und auch automatisch wieder runter. Kann ich jetzt also mit dem Knie steuern, muss nicht hier. Und dann seht ihr ja hier noch diese zwei Knöpfe. Dieser Knopf hier oben, das ist Punkt vernähen. Wenn ihr den drückt und dann, das mache ich jetzt einmal mit euch, wenn ihr den einmal drückt, dann auf den Fußanlasser geht, na, dann macht er einfach nur ein paar Stiche und hört automatisch wieder auf. Dann leuchtet auch die Start-Stopp-Taste wieder grün, weil ihr jetzt wieder vernähen könnt. Und jetzt hat er auf den Punkt vernäht. Ihr könnt das auch einstellen im Menü, dass wenn ihr Punkt vernähen macht, also dass er das am Musterende macht und dass er dann, wenn ihr das bedient, macht, dass er dann automatisch schneidet. Es ist allerdings so, wenn ihr das natürlich macht, könnt ihr das Punktvernähen natürlich nur am Ende machen, weil wenn ihr das am Anfang macht und er dann automatisch den Schnitt nachmacht, dann bringt euch das natürlich nichts. Das heißt, dann müsstet ihr den Rückwärtsfuß nehmen. Ihr könnt auch ganz normal hier Rückwärtstaste gedrückt halten und dann näht er ganz normal rückwärts. Ja, wie bei anderen Maschinen auch, das ist der ganz normale Rücklauf. Also die Position oben unten kann man auch noch einschalten. Ich habe eingeschaltet, dass die Nadel im Stoff bleibt, also unten bleibt, wenn ich aufhöre zu nähen, dass er den Stich automatisch so endet, dass er die Nadel unten hat, weil das zum Drehen einfach besser ist, wenn die Nadel im Stoff ist, weil man dann besser drehen kann. Und die Nähfußhöhe, die könnt ihr euch sogar auch noch einstellen. Kann man auch noch ein bisschen variieren. Das heißt, wenn ihr dickes Material habt, könnt ihr sagen, die geht ein bisschen höher. Wenn ihr dünnes Material habt, muss er nicht so hoch gehen. Aber das zeige ich euch dann alles. So, jetzt fangen wir einfach mal an zu nähen. Ja, das ist immer schön. Schön einfach gucken, dass das hier passt mit dem Abstand. Ja, und ihr seht, ich habe den Fußhebel runtergelassen und die Nadel bleibt. Ja, die Nadel ist im Stoff stecken geblieben. Ich hoffe, man kann das sehen. So, das heißt, mache ich mir jetzt kurz mal. Fußhebel einmal mit Kniehebel hier. Nehme das Ganze einmal. Ja, passt noch nicht ganz hundertprozentig mit dem Zentimeter. Gehe ich nochmal runter. So, machen wir einmal nach. Ganz einmal wieder. Also notfalls könnt ihr auch mal ein, zwei Stiche von Hand nachmachen, wenn ihr seht, ihr braucht nur noch ein ganz bisschen. Weil natürlich, wenn er anläuft, macht er meistens so drei, vier Stiche ungefähr, bis er wieder beendet, auch wenn ihr noch einmal kurz auf den Fußhebel geht. Ja, ich habe jetzt die Geschwindigkeit hier oben auf relativ langsam. Das heißt, egal wie doll ich den Fußhebel drücke, er näht nicht schneller. Wenn ich jetzt hier das natürlich schiebe, kann ich dann mit dem Fußhebel natürlich auch immer noch ein bisschen variieren, aber die Geschwindigkeit wäre halt schneller. Ja, also man könnte halt schneller nähen. Aber gerade zum Anfang des Nähens und generell nähe ich teilweise lieber ein bisschen langsamer, da ich auch noch nicht ganz so lange Näherfahrung habe. Seit einer Woche nähe ich erst mit der Maschine. Ich bin da ja immer mutig. Ne? Ich springe ja immer gerne ins kalte Wasser und lege gleich los. Also ich habe mir auch gleich aus Jersey was genäht. Das waren meine ersten Nähversuche. Ich mag die Herausforderung. So, ich mache mir das mal wieder ein bisschen langsamer. Wie gesagt, ich nähe teilweise lieber ein bisschen langsamer. Und gerade wenn ihr anfangt, Stoffe zusammenzunähen, fände ich das mit langsamer Loslegen gut, dass man gerade zu Anfang erstmal in Ruhe den Stoff führen kann. Und gucken kann, ob alles richtig läuft, wenn man nicht gleich so viele Stiche hat. Und dann kann man ja ganz schnell über diesen Schieberegler, kann man ja während des Nähvorgangs jederzeit auch diesen Schieberegler betätigen und stufenlos die Geschwindigkeit dann darüber anpassen. Das ist ja auch alles kein Problem. Das war jetzt ein bisschen zu langsam. Also was an diesem Fließlein auch noch ganz praktisch ist, ist, den habe ich mir ja so angebracht, dass das mit der Naht sogar hinhaut überall, dass ich diesen Zentimeter habe, dass da reinpasst. Das heißt, ich habe da auch nochmal, also dadurch habe ich natürlich auch quasi eine Linie, die ich einfach mit benutzen kann und gucken kann, ob das überall passt mit dem, mit der Nahtzugabe ungefähr. Hm. Ja, das ist ein bisschen weiter drin, aber
kann man das so ein bisschen wieder rausführen. Ja, also man braucht den Stoff ja gar nicht großartig führen, nur natürlich, wenn es um Ecken rumgeht oder Rundungen rumgeht ein bisschen. Ansonsten macht eine Nähmaschine das ja eigentlich auch sehr gut. Dann selber mit der Stoffführung, also das funktioniert auch wirklich gut, finde ich, mit dem Stoffführen. Man kann auch noch, das sind auch noch alles Sachen, die man auch noch variieren kann, den Anpressdruck vom Fuß und ne, so, das kann man alles noch variieren, je nachdem, was für Stoffe ihr nehmt, muss man da ja ein bisschen variieren. Gerade bei Jersey und so ist es gut, wenn der Anpressdruck nicht zu doll ist, damit er euch das nicht zu doll, nicht den Stoff zu doll dehnt beim Nähen. Kniehebel hoch. Ich nehme euch jetzt mal eine ganze mit beim Nähen. Also ganz so die ersten ein, zwei Male war das mit dem Kniehebel für mich ein bisschen merkwürdig. Aber insgesamt ist das, ich sag mal, wie beim Autofahren, wo man auch zwei Füße benutzt und so und eine Hand. Es ist schon eine praktische Geschichte. Ne? Also gerade wenn man öfter irgendwie um Ecken rum muss, gerade öfter mal den Stoff drehen muss oder sowas, ist das wirklich eine gute Erleichterung beim Arbeiten. Wenn ich dabei rede, dann den Kniehebel bedienen, dann muss ich ja drei Dinge auch anfangen. Ich bin Mann, ich kann das nicht. Wie gesagt, das ist wirklich super praktisch. Und also ich muss sagen, ich finde diese Maschine auch so klasse, die näht so super. Also das, was ich bis jetzt mit gemacht habe, die hat wirklich einfach super Stiche. Ist schön leise, also sie ist ja, finde ich, auch echt angenehm. Ne? Sie ist nicht laut, gerade wenn man so langsam näht. Sie hat eine sehr gute Ausleuchtung. Ich glaube, also die 9400, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Zusatzlicht gemacht. Hier oben ist ja noch das Licht zum Ausschieben. Ne? Dann seht ihr, ist noch mal mehr Licht. Es gibt jetzt nur noch den Nachfolger 9450. Ich weiß nicht genau, was die mehr kann, aber im Prinzip ist das nur die Maschine mit dem kleinen Update. So, jetzt muss ich wieder bedenken, dass ich mir hier nur bis zu meiner Markierung nähe, damit ich mir meine Wendeöffnung nicht zumache. So, jetzt mache ich wieder einmal hier meinen Punkt vernähen. Okay. Jetzt einmal drauf. Dann ist hier oben einmal die Schere symbolisiert. Die leuchtet jetzt auch, weil ich jetzt einen Abstand machen kann. Das heißt, ich drücke einmal auf die Fadenschere, Fuß unten lassen, immer beim Abschneiden, Nadel drin stecken lassen, da nichts weitermachen, einfach die Fadenschere machen. Und dann macht ihr die Nadel automatisch hoch, schneidet ab und nimmt dann den Fuß hoch und hat abgeschnitten. Und wir haben wirklich eine schöne, saubere Naht. Ne? So, wir sind fertig genäht. Bevor wir das Ganze jetzt wenden, müssen wir noch was machen. Und zwar einmal von der Nahtzugabe ein bisschen was zurückschneiden. Können wir jetzt machen. Grob einen halben Zentimeter. Könnt ihr ruhig zurückschneiden. Na, bloß aufpassen, dass ihr euch nicht in die Naht schneidet natürlich. Weil dann könnt ihr nochmal nähen. Das wollen wir ja nicht. Und was vor allen Dingen auch wichtig ist, hier oben in diesen Ecken jetzt, weil das hier ist ja nachher die Lasche zum Zuklappen. So, und damit das hier richtig funktioniert, nachher auch beim Wenden und so, und sich das da nicht nach innen dann reinzieht, jetzt gleich beim Wenden, schneide ich hier einmal diagonal bis kurz vor die Naht, also das soll wirklich bis kurz vor die Naht, einmal ein, auch da aufpassen, dass ihr nicht durch die Naht schneidet, damit das Ganze sich nachher gut wenden lässt und sich da nicht, weil sonst habt ihr da so, dass sich das nach innen zieht und dann ist da nicht so ganz richtig
funktioniert. Also sich das nicht sauber klappen lässt und so. Ja, dann mache ich immer nicht. Das ist einfach immer weiter ab. Andrea versucht sich im Hintergrund gerade am Plotten. Das, was sie genäht hat, noch ein bisschen aufpimpen. Braucht mich dann wahrscheinlich zwischendurch nochmal. Genau, die brauchen wir gleich nochmal. So. Nahtzugabe. Na, wie gesagt, hier schneide ich gleich auch nochmal ab. Ich gehe noch kurz zu Andrea und dann geht's ans Wenden. So, jetzt können wir wenden. Wie gesagt, ich habe hier so einen Ausformer, um nachher die ganzen Ecken einmal richtig auszuformen, wenn ich es gleich gewendet habe. Alternativ könnt ihr das zum Beispiel auch mit einem Falzbein machen, wenn ihr sowas zu Hause habt. Geht auch gut. Gibt Leute, die machen das mit der Schere. Würde ich persönlich jetzt nicht, weil ich wäre so ein Spezi. Ich würde mal die Ecken kaputt machen. Aber irgendwie was Flaches, mit dem man, theoretisch geht es auch mit Büffelstiel wahrscheinlich oder so. Nur, dass man da halt gut, einfach gut die Ecken ausgeformt kriegt, nachher, wenn man das gewendet hat. Weil die dazu neigen, wenn man es jetzt wendet, dass die einfach nur rund sind. Und das ist dann ja nachher blöd. Einmal schön durchziehen, gucken, dass alles gewendet ist. Genau. Ja, das sieht schon mal gut aus. Soweit. Genau, so, jetzt nehme ich hier meinen Ausformer und gehe einmal überall richtig schön rein hier, gerade hier in diese Ecken. Ne? Die wirklich einmal so richtig schön wieder Ecken sind. Nicht so halb rund. Das mache ich jetzt über einmal, deswegen macht die Wände oder Öffnung ruhig nicht zu klein, damit ihr da nachher gut reinkommt. Ich mache das auch noch mit so einem Wendewerkzeug. Also was man auch machen sollte, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist natürlich, bevor man das Ganze zusammennäht, nochmal einmal bügelt, wäre ratsam. Also den Stoff immer vorher einmal bügeln, bevor man vernäht, dass der einmal glatt ist. Habe ich jetzt nicht gemacht, sollte man aber normalerweise machen. Ich muss mal kurz das gucken, das jetzt zusammenlegen. Halb auf halb, ja. Ja, ich muss schon mal einmal gucken, ob es passen würde. Also ich muss wahrscheinlich jetzt hier das Ganze hier auch ein bisschen mit umlegen hier vorne, weil wenn man das gleich zusammennäht, man macht es jetzt nämlich so, dass man das hier gleich zum Zusammennähen einmal so Kante auf Kante legt, hier einmal zusammennäht und dann nachher das Ganze so wieder auflegt. Also sich dann so einmal wieder hinlegt und ihr seht schon, dass hier, dass die Kanten schon leicht rumkommen. Das heißt, ich werde mir die gleich einmal ein bisschen abkütteln. Ich muss sie gleich ein bisschen machen, besser ist das. Genau, das werde ich gleich machen. So, und da ich jetzt hier außen das gleich nochmal einmal abkettel, kann ich hier mir das einmal ein bisschen umlegen, passend mit meiner Nahtzugabe nach innen. Hier so ein bisschen. Ne? Hier gleich immer schon mal überbügeln, dass hier die Kanten ein bisschen glatt sind. Und dann kann ich das gleich mit der Maschine verschließen. Also kann man generell durchaus machen. Da muss man immer ein bisschen gucken. Sagt das einmal ein bisschen nach innen schlagen. Dann je nachdem, ob ihr mit der Hand nähen könnt oder nicht, könnt ihr es mit der Hand machen. Oder ihr macht es halt wie ich jetzt mit der Maschine. Ne? Das mache ich gleich, dass ich da einfach mit rüber gehe.
klammere ich mir immer ein bisschen zusammen. So. Ja, dass ich da gut, das alles gut nehmen kann. Ja? So, ich werde mir das Ganze gleich einmal ordentlich nochmal bügeln jetzt, damit das einmal alles richtig schön glatt ist und gut aufeinander liegt. Und dann werde ich das zusammen machen dementsprechend und dann werde ich das Ganze mit euch weiter nähen. So, nochmal kurz ganz was anderes. Andrea hat dieses süße kleine Täschchen gemacht. Hier mit Karabiner zum Anhängen. Und das Ganze hat sie genannt Schnullibag, weil das eine super Tasche ist. Da kann man ein, zwei Schnuller reintun. Und dann hat man die dabei, ein bisschen aufgehoben, kann das sich an die Tasche machen oder sowas, dass man das nicht verliert. Hier mit kleinem Druckknopf. Ist doch auch einfach ein süßes Geschenk. Irgendwie noch einen süßen Schnuller kaufen, den da reintun. Und wenn jemand ein Baby erwartet, das mitgeben, so als kleines Geschenklein. Ne? Es ist süß und ist ein eigenes Design. Also das Schnittmuster ist selber entworfen. Genau. Und die wird es dann demnächst auch bei uns im Shop geben. Unter anjosbasteloase.de findet ihr unseren Shop. Und da findet ihr in Zukunft auch Näharbeiten drin. Unter anderem diese süße kleine Schnullertasche. So, darf ich die mal wieder geben? Ja. Wo habe ich denn meine Unterlage hingepackt? Welche Unterlage? Meine Bastelunterlage. Das weiß ich nicht. Können wir die mal kurz suchen, weil ich jetzt vielleicht rumlaufen muss? Moment. So, wir sitzen wieder an der Maschine. Genau, hier ist ja noch dieses, was die ja hat. Was ja super ist, Gesundheit, ist ja, dass sie hier noch ein Zusatzlicht hat, was man noch ausfahren kann und hier ein bisschen variieren kann. Das ist auch super klasse, alles LED. Genau, ich möchte mit euch jetzt hier einen Stich auswählen. Ich sehe gerade, ich kann euch nochmal ein bisschen... So könnt ihr besser sehen, was ich mache. So, ich werde mir jetzt erstmal einmal einen entsprechenden Stich zum... hier zum Saum nähen quasi mit euch machen. Genau. Dazu gehe ich hier oben in der Anzeige auf das T-Shirt. Genau, versäubern. Das fiel mir gerade nicht ein. Ich möchte das mit euch versäubern. Das heißt, ich gehe hier oben rechts auf das Feld versäubern. Da zeigt er mir die Striche an und dann ist es gewebt. Und hier habe ich jetzt schon mal zwei verschiedene Stiche zur Auswahl. Ich nehme hier diesen ganz normalen leichten Zickzackstich, also so einen einfacheren. Da gehe ich einmal drauf, dann zeigt er mir das schon an, wie das aussieht. Auch den könnte ich jetzt in der Länge variieren. Ich lasse das aber so, wie es ist. Bin schon mal ausprobiert. Und auch hier sagt er mir jetzt halt wieder, welchen Fuß ich nehmen soll. Das heißt, ich soll jetzt Nähfuß M nehmen. Das ist wieder dieser hier mit der leichten Kante hier. Ihr könnt das sehen. Ne? Er hat hier so eine Metallplättchen, so eine Führungskante, in der man dann den Stoff lang führt. Das ist auch wichtig. Und der Nähfuß lässt sich ganz einfach wechseln. Wo ich mal ein bisschen dran nehmen kann. Hier oben auf der Rückseite von dem Nähfußhalter ist so eine kleine schwarze Taste quasi zu sehen. Die drückt ihr einmal, dann fällt der Nähfuß ab. Ja, dann könnt ihr den einfach wegnehmen. Ich mache das immer, ich lege mir den neuen D-Fuß dann drauf. Guckt, dass er hier ist einfach so eine, ja, hier sieht man die Schiene quasi, wo er reinklickt. Dann gucke ich mir, dass ich mir diesen Haltersteg von dem D-Fuß, den oben war, so passend unterlege. Halte ihn ein bisschen fest und dann drücke ich einfach einmal die Taste für den D-Fuß senken. Dann macht das einmal klack und der neue D-Fuß sitzt dran. Also auch das ist total easy. Na, jetzt lege ich mir den Faden hier schon mal ein bisschen unter. Das Licht kann ich lassen. Ich nehme euch noch mal ein bisschen wieder mit raus. So. Was ich jetzt noch gemacht habe, hier wo meine... Das ist jetzt wieder rausgegangen. Wo ich das jetzt zunähen muss, hier die Stelle. Ne? Meine Wendeöffnung ist, habe ich mir jetzt ein bisschen umgeklappt. Versucht auch ein bisschen zu bügeln. Das ging jetzt natürlich nicht mehr so gut, weil nicht mehr so viel Nahtzugabe war. Jetzt mache ich das dann nur, dass ich mir das hier oben schon mal so ein bisschen, einmal so ein bisschen zusammenhefte, dass das erstmal ein bisschen hält, nicht so weit jetzt auseinander geht. Und fange jetzt so unterhalb meiner Klammer an zu nähen. Und jetzt gehe ich mit diesem Stich, gehe ich jetzt einmal rum. Das heißt, ich lege mir das hier einmal an,
Guckt, dass der Stoff da gut an dem Fuß dran liegt. Senke mal den Nähfuß. Dann kann ich noch ein bisschen nachkontrollieren. Genau. Senke mal den Nähfuß. Und mache das Ganze auch wieder natürlich mit dem Fußpedal. Macht zu Anfang einmal den, drücke wieder zu Anfang einmal hier den Knopf für das Punktvernähen, dass er mir das einmal macht. Ja, macht er beim Kettern auch genauso. Wenn ihr schon gesehen habt, hier ist es halt so, dass die Nadel immer halt dieses Fußes hin und her springt und damit halt diesen Versäuberstich macht. So, das hat er jetzt gemacht. Also er hat jetzt einmal verschlossen. Und jetzt kann ich einmal versäubert, jetzt kann ich einmal umgehen. Ja, und wenn, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ja, die Nadel springt immer so ein bisschen hin und her. Ja, ich glaube, man kann es sehen. Ja, weil er immer in der Mitte sticht und dann nach außen so einen Sprungfaden quasi rüber macht, mit dem er das Ganze so ein bisschen festhält. Ja, das mache ich jetzt einmal links. Ja, und so gehe ich jetzt halt einmal lang. Am Ende vernähe ich das Ganze noch einmal wieder mit Punktvernähen. Und dann zeige ich euch einmal die fertige Naht. So, ich bin fertig mit Nähen. Ich mache jetzt einmal wieder, einmal kurz, dass ich einmal vernähe. Und einmal wieder meine Schere drücke. Hier oben, die leuchtet jetzt. Meine Schere drücke, zack. Dann hat er mir das abgeschnitten. Ich habe das Ganze einmal rundherum vernäht. Mit einem schönen Stich. Sieht man gleich in der Kamera besser. Ja. Einmal schön rum, dass das einmal alles versäubert ist. Jetzt muss ich mal wieder kurz die Kamera wechseln. Euch nochmal zeigen, wie das zusammengelegt wird. Und dann geht es nochmal wieder weiter mit dem Nähen. So, wie gesagt, einmal alles vernäht außen. Genau. Der Barney guckt auch wieder zu. Ne? Eine kleine Begleitkarte auch beim Nähen. So, jetzt wird das Ganze einmal Kante auf Kante auseinandergelegt. Ne? Gucken, dass die Ecken hier schön aufeinander liegen. Vor allen Dingen hier unten. Dann klammere ich mir das Ganze einmal, dass das zusammenhält. Hier an der Unterseite einmal genauso. Dass das auch da einmal gut zusammenhält. Und jetzt wird hier einfach nochmal einmal mit einem halben Zentimeter ungefähr das Ganze auch nochmal einmal zusammengenäht. Aber nur hier diese Kante, wichtig, nur diese Kante runter. Ne? Einmal von der Ecke zu der Ecke. Und wie gesagt, nur diese Kante, nicht einmal komplett rum, sondern nur hier diese Kante, dass das hier außen verschlossen ist. Das mache ich mal einmal ganz schnell mit dem Gradstich und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe das jetzt hier einmal zusammengenäht. Wenn wir meine Klammern abmachen, hier diesen überschüssigen Faden einmal abschneiden. Jetzt mir das Ganze einmal wieder auffalten. Gucken, dass das Ganze hier wieder schön mittig liegt. Genau, was jetzt ist, ist natürlich, dass sich das hier so ein bisschen reinzieht. Das wird sich aber gleich, das kann ich hier dann gleich nochmal etwas umlegen und dann nochmal verändern. Und
Was auch noch jetzt kommt, ist das Ganze hier. Wird jetzt noch einmal mittig hier oben zusammengefaltet, also zusammengelegt, dass das hier einmal zusammenliegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze auch einmal ein bisschen fixieren. Komm mal hier, Lotta. Komm mal hier. Also nur jetzt wichtig ist, wenn ihr das jetzt hier einmal fixiert, also euch ein bisschen zusammenlegt, dass ihr nur die beiden inneren Sachen hier macht, weil jetzt dass das hier oben in diesem Bereich auch noch mal eine kurze Naht hinkommt. Ne, wirklich nur einmal kurz hier das zusammennehmen, dass hier das oben einmal zusammenhält und nicht wieder aufklappen kann. Ne, also nur diese, nur einmal hier so kurz ein bisschen rüber. Das mache ich auch noch mal schnell mit einem kleinen Stich. Und genau. Dann wird das. Und dann, was da noch ist, zeige ich euch. Nee, das zeige ich euch gleich. So, also ich habe mir das jetzt hier ein bisschen umgefaltet, also wirklich nur diese beiden inneren Laschen hier, wo diese beiden Nähte jetzt hier sind, von der Naht eben, einmal zusammenlegen und hier einmal rübergehen, das mache ich jetzt nochmal kurz. Und dazu muss ich mir hier die äußeren Teile von der Tasche, also den Deckel und das einmal so ein bisschen zurücklegen, ein bisschen zurückziehen, dass mir das jetzt bei mir nicht unterrutscht, dass ich wirklich nur diesen Teil habe. Das hier unterkriege, wie gesagt, das muss auch kein großer Stich, kein langer Stich sein, nur einmal kurz ein bisschen, dass das zusammenhält. Mal gucken, dass man hier auch nichts Falsches mit unter hat. Mehrere Lagen Stoff sind, ist jetzt das Verhalten ein bisschen, so viel ist es ja noch nicht, aber auch schon ein bisschen dicker. Aber auch das geht problemlos durch. Ja, also auch das macht die Maschine problemlos. Ich meine, sollte sie natürlich auch machen, weil es ja eigentlich auch eine Quiltmaschine ist. Und beim Quilten hat man ja doch durchaus etwas dickere Stoffe. Ne, jetzt ist das hier oben, ja, hier oben einmal ein bisschen zusammen. Ich sehe gerade, das ist schon ein bisschen dunkel für diese Kamera. Ich muss mal kurz das große Licht machen. So, und was ich jetzt hier noch mal einmal zum Schluss hier machen werde, da ich jetzt hier eh durch das Umfalten unten hier so leichte Überlappungen habe, mache ich das einfach, dass ich mir hier diese Kanten einmal so ein bisschen schmal umlege. Wirklich nur so klein ist, dass hier außen wieder eine gerade Linie, an der Kante wieder eine gerade Linie ist. Das vernähe ich jetzt auch einmal noch mal kurz bis hier unten ungefähr. Genau, nur dass das da einmal noch mal fest sitzt. Und dann kommt da auch zum Schluss nur noch ein Knöpfchen dran und dann ist das Ganze auch schon fertig. Da ist jetzt nochmal einmal in die Nähmaschine ran. Ja, und dann jetzt einfach so weit, wie hier unten mit den Füßchen reinkommt, reinnehmen. Wichtig ist, dass der Stoff zu Anfang immer weit genug unterlegt, nur falls damit rückwärts den verschließen. Weil sonst kriegt er nicht richtig in den Händen transportiert, dann habt ihr das Problem, was ich jetzt eben hatte. Sieht das gleich immer noch nicht ganz so sauber aus. Aber in dem Fall einfach stoppen, Nadel nach oben, Stoff sonst nochmal ein bisschen weiter nach vorne schieben. So dass er gut unter dem Fußlicht gut transportiert werden kann. Und dann einfach wieder los.
Knien. Ihr seid einmal so weit wie ihr kommt mit dem Fuß. Dann haben wir von denen natürlich das Ende. Abschneiden. Ja. Dann haben wir hier auch noch mal schön diesen Verschluss. Dann mache ich hier oben die Kante. Das Ganze muss ich jetzt auf der anderen Seite auch noch mal machen. Mal kurz gucken, wie gut ich das, ne, irgendwie hinkriege. Das soll natürlich ein bisschen kompliziert sein. Also mal kurz gucken, wie weit ich da jetzt so an den Roller komme. Aber müsste so gehen. Fanny nicht vergessen. Fanny. Fanny. Ja, Barney bittet um Aufmerksamkeit. Er sitzt hier neben mir und überlegt, was er anstellen kann. Naja, dafür ist er auch Katze. Ne? Das gehört bei denen zur Stellenbeschreibung dazu. Hier, Barney, an das Garn, da kommst du nicht ran. Na, was willst du laut sagen? Ja, ich dachte, vielleicht hört er auf mich. Ja, Barney ist ja eine Maine Coon und ein Ragdoll. Das heißt, er hat den doppelten Clown. Und schlau ist er auch noch. Aber man kann ihn nur hören. Mit Barney kann man sich eben auch unterhalten. Der antwortet auch. Ja, jetzt habe ich das hier drüben auch, da seid ihr auch einmal gemacht. Das heißt, das ist jetzt soweit fertig, hier oben auch einmal vernäht. Gut, ich kann da noch ein bisschen, kann das Ganze noch ein bisschen üben, sehe ich immer wieder. Ja, aber es ist jetzt einmal zum Zeigen, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, ich nähe auch noch nicht lange. Aber ne, so einfach habt ihr so ein kleines Täschchen mit zwei Fächern. Ja, wo eben eine Checkkarte auch reinpasst und auch ein bisschen Kleingeld. Jetzt mache ich mit euch hier oben noch kurz einen kleinen Knopf dran. Was ich jetzt nochmal machen werde, ich werde sie jetzt vorher nochmal einmal bügeln. Ja, also ich werde mir jetzt hier einmal den Verschluss einmal umlegen, werde das Ganze nochmal einmal richtig schön bügeln, dass das alles schön glatt aufeinander liegt. Und dann werde ich mit euch noch den Druckknopf setzen und dann ist das kleine Täschchen auch schon fertig. So, das hat sich jetzt schon mal mein Werkzeug für den Druckknopf. Dann brauche ich jetzt einmal hier die sogenannte Ahle zum Anpiksen. Dann gucke ich einmal nochmal, wo die Mitte ist und wo ich ungefähr meinen Knopf hin haben möchte. Mal gucken, wie ich das bei dem anderen gemacht habe. Ja, auch so, genau. Genau, dann biege ich hier einmal rein. Ne, ruhig so, dass ihr in den zweiten ein bisschen mit reinkommt, dass ihr das Loch da schon ein bisschen sehen könnt. Natürlich gucken, dass ihr nicht durch den zweiten Stoff mit durchdrückt. So, dann gehe ich da einmal mit der Ahle schon mal vorher noch ein bisschen hier durch das Loch, so ein bisschen weiten, dass ich den Druckknopf da gleich gut durchkriege. So, dann muss ich jetzt hier nochmal kurz gucken, ob ich mein Loch sehen kann. Ja, da ist es. Und dann gehe ich da jetzt auch noch mal einmal ein bisschen weiten, so dass ich das jetzt auch sehen kann und mit dem Druckknopf gleich gut durchkomme. Dann gucke ich natürlich, was möchte ich. Möchte ich Silber, Schwarz, was auch immer. Ich nehme in diesem Fall Schwarz, weil ich finde, das passt damit am besten zu. Ihr braucht zweimal diese Teile mit den flachen Köpfen. An den flachen Köpfen und hier diesem Dorn. Ne, davon brauche ich zwei. Dann brauche ich die Gegenteile. Und zwar einmal hier dieses, wo hier äußerlich dieser Ring ist, was insgesamt ein bisschen flacher aussieht. Und dann natürlich dieses Stück, wo man eindeutig den zweiten Ring sieht. Der eindeutig
ein bisschen raussteht. Ne? Im Zweifelsfall kann man die auch übereinander legen. Dann sieht man, der Knopf würde da reingehen. Davon braucht ihr auch jeweils einen. Und dann natürlich unsere Druckzange hier. Also kopiert quasi. So, dann könnt ihr euch überlegen, wo ihr anfangt. Das ist eigentlich egal. Ich fange am Deckel an. Dann mache ich das von der Außenseite. Kommt hier der flache Kopf nach außen dann. Einmal durch das Loch. Dann nehme ich in diesem Fall das Teil mit dem, was in den Innern reingedrückt wird. Also eins von den beiden Innenteilen. Legt das oben hin. Wie rum ihr das macht, ist im Endeffekt egal. Und dann hier in diese schwarze Mulde hier kommt das äußere Teil rein, das flache. Und auf der anderen Seite dieses weiße kommt über den Knopf, über das innere Teil, wo der Dorn rausguckt. Dann einmal kräftig zusammendrücken. Ne, dann wird hier drin nämlich der Dorn gequetscht. Quasi ein bisschen wie so eine Niete und zusammengedrückt und dadurch hält das. Ne, das Ganze auf der Unterseite auch. Hier natürlich muss hier dieser flache Kopf von innen natürlich durch. Weil der jetzt hier natürlich in diesem Fall auf der Außenseite das Gegenstück zum Druckknopf brauchen. Ne, habe ich das Loch eventuell nicht ganz groß genug gemacht. Also schon. So, jetzt. Muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Auch einmal durch, dann natürlich das Gegenstück drauflegen. Wie gesagt, ist diese kleine Vertiefung, die hier zu sehen ist, nach oben liegt, sodass der andere Knopf da drin verschwinden kann von oben. Das Gegenstück. Und auch hier einmal. Einmal kräftig zusammendrücken, dass alles einmal reingedrückt ist. Dann kann man nochmal gucken, ist der Dorn wirklich richtig schön zerquetscht da dran, ist ja nicht mehr zu sehen, dann ist das gut. Und dann könnt ihr das zumachen. Und habt einen kleinen Druckknopf. Und habt ein kleines Portemonnaie. Aber ihr seht, das ist nicht weiter schwierig, das zu machen. Das ist schnell gemacht. Das ist eine kleine süße Mitbringsel-Idee. Man könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch eine Lasche ranmachen, wo man einen Karabiner oder einen Schlüsselring reinmacht, dass man sich das Ganze entweder irgendwo anders ranhängen kann oder das Ganze auch zusätzlich noch mit der Schlüssellizin macht. Hier vorne Scheckkarte rein, da hinten irgendwie Schlüssel rein. Also ne? Kann man sich noch ein bisschen variieren oder sich eben irgendwie ins Handschächen machen kann oder wie auch immer. Ne? Das vielleicht nicht verloren geht, ist auch alles gut möglich. Ne? Und wie gesagt, den Stoff kann man natürlich gucken, wie man will. Hier beim Versäubern kann man natürlich auch gucken, ob man eine andere Naht nimmt, als ich jetzt genommen habe. Ne? Wichtig ist immer, dass man natürlich guckt, dass die Farbe natürlich vom Garn, was man nimmt, Ober- und Unterfarben zu dem jeweiligen Stoff passt. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Ne? Und wie ihr seht, ist ja auch das Arbeiten mit der Janomie, wenn man einmal weiß, wo man drücken muss, auch nicht weiter schwer, finde ich jetzt. Da werde ich euch noch weiteres zu erklären, gerne wie das geht. Ne? Und dann ist das auch super. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt zu der Janomie, also zu Einstellungen der Janomie, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ja? Stellt mir eure Fragen, was ihr da gerne darüber wissen würdet. Dann kann ich das für mich mit in meine Videoplanung nehmen und kann euch da dann Videos zu machen, kann euch das dann zeigen. Auch mit der Stecheinstellung, da werde ich auch nochmal Video zu machen, um euch so ein bisschen zu zeigen, was verändert, wie sich das verändert und wie man vielleicht ein bisschen justieren kann. Immer so ein bisschen Grundeinführung und ich werde natürlich weiter mit euch an der Maschine nähen. Genau, auch da sagt mir mal kurz, was ihr für kleine, schnelle Projekte vielleicht sehen wollt. Also gerne irgendwas Kleineres, nicht so mega Aufwendiges, damit ich das auch gut in ein Video packen kann. Auch da schreibt mir das gerne, was ihr sehen wollt. Und ansonsten schreibt mir auch gerne, wie euch das gefallen hat. Das Ganze hier, ob ihr das nachvollziehen könntet, was ich gemacht habe, ob das verständlich für euch war oder ne, ob ich irgendwo da noch dran arbeiten muss. Das ist für mich auch immer gut zu wissen. So, ihr Lieben, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über ein Däumchen dafür, dass ich euch das hier gezeigt habe. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da. Das ist ja auch kostenlos.
Und wenn ihr dann nämlich noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und ich werde all diese Videos nochmal in eine extra Playlist stellen. Die Playlist wird dann heißen Nie doch mal. Und da könnt ihr dann gerne reinschauen. Da kommen dann alle Nie-Videos rein, die ich mit euch mache. Und noch ein kleiner Tipp. Ich habe letztens mit dem Plotter ein Schnittmuster, also mit dem Plotter und einem Rollmesser für den Plotter, ein Schnittmuster erst digitalisiert. Und dann habe ich mit dem Plotter den Stoff ausschneiden lassen. Das geht auch super für alle, die vielleicht einen Plotter zu Hause haben. Also schaut doch gerne auch mal in die Playlist Plotter das mal rein. So, ihr Lieben, das war es aber nun wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, liebe Grüße aus der Basteloase. So, ich noch mal kurz. Kleiner Outtake. Ich habe das mal wieder falsch im Kopf gehabt. Wie gesagt, ich bin ja noch neu im Nähen. Natürlich nicht vernähen. Vernähen macht man nur, wenn man unsaubere Kante hat. Hätte ich mir in diesem Fall eigentlich auch sparen können. Das war gar nicht das, was gemeint war, sondern absteppen. Einfach mit einem Geradstich das Ganze nochmal einmal absteppen. Ne? Mit so einem circa halben Zentimeter Abstand. Sieht schön aus. Ne? Und das wäre halt hier beim Umlegen natürlich auch sauber, den dann natürlich einmal rum, dass man den quasi einmal überall hat, wo das zu sehen wäre, weil es einfach nochmal schöner aussieht. Ja. Genau, das nochmal kurz dazu, das war nochmal mein kleiner Outtake, also nicht vernähen, weil wie gesagt, das ist teilweise nicht ganz so schick geworden und das ist einfach schöner mit dem Absteppen. Also Absteppen meinte ich mit einem ganz einfachen Geradstich. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, ihr Lieben, das war es jetzt aber wirklich. Liebe Grüße, bleibt gesund.